Wie ihr seht, haben wir jetzt gewechselt von der Firma Goldstein zum Gasthof Hotel Audra in Brandbechel. Jetzt schauen wir mal, wie das da abläuft, wenn es ums Thema Hochzeit geht. Kommt mit! Grüß Gott, Herr Audra. Hallo, grüß Gott. Hallo, servus, grüß Gott. Wir täten gerne heiraten. Wie läuft es bei euch da? Ja, freut mich, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich möchte euch mal recht herzlich begrüßen. Ich würde vorschlagen, wir hochen uns kurz an die Bar, trinken was und nachher ratschen wir einfach ein bisschen. Angefangen über den Termin, über den Ablauf, alles drum und dran. Kann ich euch von meiner Seite sicher ein paar nützliche Tipps geben. Bei uns im Hotel Audra haben wir ja schon mehrere Hochzeiten gemacht. Also wir sind da schon ein bisschen durch mit dem ganzen Programm. Bitte schön. Dankeschön. So, darf ich die Jacken haben? Gerne, ja. Danke. Dankeschön. Bitte schön, nehmt Platz. Danke. Dankeschön. So, bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Cocktail und nochmal ein Audra-Spritz. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, es gefällt mir natürlich, dass ihr zu mir hergekommen seid und bei mir Hochzeit machen wollt. Bei uns im Festsaal haben wir Platz für bis zu 130 Personen. Und kommt natürlich ein bisschen darauf an, wer mir den Tisch stellt. Mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen haben wir bis zu 130 Personen Platz. Wir haben eine wunderschöne Terrasse auf der Sonnenseite. Da haben wir eine Pergola draußen, also soll das Wetter nicht so gut sein. Können wir die Pergola aussitieren. Und wenn es natürlich schön ist, so wie am Hochzeittag natürlich sein sollte, kann man die Pergola zurückziehen und dann hat man es schön sonnig draußen. Wir haben nachher beim Speisesaal dabei haben wir noch eine eigene Tanzfläche, wo die Musik zu euch sieht, beziehungsweise die ganze Leute auf die Tanzfläche freien Zublick hat. Und noch einen eigenen Raum haben wir, wo man auch die Kuchen ausstellen kann. Und Mitternachtsbuffet machen wir auch in dem Raum da hinten rein. Natürlich könnt ihr bei eurer Hochzeit mit euren Gästen feiern, solange wie ihr wollt. Wenn es um Zweiheim geht, dann geht es um Zweiheim. Wenn es um Viererheim geht, geht es um Viererheim. Und für natürlich spätere, schwerere Stunden haben wir natürlich im Keller, in Hansi, ihr kennt es nicht alle, von der Disco Time. Für die schweren Stunden haben wir nachher noch in der Disco auch noch Platz für euch. Im Haus haben wir auch ein Zimmer, für euch speziell oder für eure Gäste. Wenn ihr von weiter her kommt, haben wir natürlich Zimmer für euch, wenn ihr braucht. Und was wir auch anbieten, das ist zu später Stunde noch ein Taxidienst nach Hause. Also wenn ihr eure Gäste sagt, sie sollen das Auto daheim stehen lassen, dann können wir sie von da nachher auch noch heimbringen. Ich glaube, von dem her haben wir jetzt ein bisschen darüber geredet, was wir alle so bieten. Das solltet ihr euch noch vielleicht einladen auf einen kleinen Geschmackstest. Ich habe für euch zwei Menüs vorbereitet. Da könnt ihr jetzt einmal schauen, was wir für euch so kochen. Ja, als Weinempfehlung darf ich einen Audra Zweigelt empfehlen aus dem Burgenland. Zum Wein dazu darf man euch gleich einen kleinen Gruß aus der Küche anbieten. Dreierlei Aufstriche mit Schuhgebäck. Bitte schön. Und dann haben wir da marinierte Champignons im Glas mit einem Sauerrahm-Dip auf Blattsalaten. Und für die Dame haben wir rostgebratenes Barbarientenfilet auf sommerlichen Blattsalaten. Ja, als zweiter Gang kommt nachher die Suppe. Einmal eine klare Suppe mit dreierlei Einlagen. Einmal einen Käseknödel, einen Speckknödel und eine Gersnockerle für den Herrn. Und für die Dame haben wir nachher noch eine zweierlei Paprikasüppchen mit Karottenchips und Sahnehaube. So, zur Hauptspeise nachher. Ja, für die Dame hätten wir jetzt ein Lachsmittelstück im Blätterteigmantel. Dazu Gemüse und Butterkartoffeln. Ja, und für den Herrn mit Blattspinat und Schafskäse gefülltes Hühnerbrüstchen. Dazu Tomatennudeln und Kaffeeolgemüse. Bitte schön, lass das auch schmecken. So, jetzt haben wir noch zweierlei Dessert. Einmal ein Nougat-Eisparfait mit gefülltem Stanitzel und gebackenen Rucola-Blättern. Einmal für die Dame. Dankeschön. Dann haben wir für den Herrn noch einen Sauerrahm-Timbal auf Walpersoße mit dem Hippenblatt. Paul, jetzt haben wir gut gegessen. Hock dir ein bisschen her zu uns. Ja, gerne. So, ich hoffe, es hat euch so weit geschmeckt. Das war jetzt ein kleiner Auszug aus unserer Küche, was wir alles bieten. Wir haben natürlich die Menüs schon zusammengeschrieben.
Ihr könnt es natürlich im Internet anschauen. Auf unserer Homepage haben wir einen eigenen Button Hochzeiten. Da sind unsere Menüs drin und auch einige Fotos von unseren Tafeln, was wir alles haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euer Gastgeber sein darf für euren besonderen Tag im Leben, für eure Hochzeit. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr, liebe Zuseher, Interesse hättet, bei uns im Hotel Audora zu heiraten. Es würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt auf ein Probeessen, so wie wir es heim gemacht haben, oder einfach nur auf ein nettes Gespräch. Einfach zum Schauen, wie man alles macht, wie man Ablauf und so weiter alles planen kann. Bin ich euch gerne behilflich und es würde mich freuen, wenn wir uns hören. Dankeschön, bis demnächst bei uns im Hotel Audora. Das hat er jetzt aber nicht gesehen.